Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Wir haben in der letzten Folge uns den Schwertransport hier gesichert. Den werden wir jetzt natürlich auch ans Ziel bringen. So, starten wir mal das Motörchen. Und legen den Gang ein und auf geht's. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange haben wir. 7 Stunden Fahrt, okay. Ja, mit ein klein wenig Glück schaffen wir das in der heutigen Folge. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Dann können wir in der nächsten schon gleich die nächste Tour wieder machen. Und da ist frei. Sehr schön. Vor allen Dingen, wir müssen, glaube ich, nicht Pause, also keine Pause machen. Ne? Genau, wir haben 11 Stunden. Wunderbar. Und vollgetankt sind wir auch noch. Sehr schön, das läuft ja wunderbar rund im Moment. Zumindest jetzt der Anfang. Schauen wir mal, wie es weitergeht auf der Fahrt. Aber so passt das bis jetzt ganz gut. Speed Limit 45. Ja, wie viele Tonnen haben wir am Haken? 43 Tonnen. Das ist natürlich mal ein Wort. Man, solange es schön in der Ebene läuft, ist das ja alles kein Thema. Interessant wird es dann halt, wenn es mal bergig wird. Oder wir an der Schräge halten müssen. Ups. Wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt nicht zu schnell werden. Und uns die ganze Geschichte dann umkippt. Könnte den einen oder anderen Kratzer am Lack hinterlassen. Deswegen schauen wir mal, ne? Die 65 können wir jedenfalls gerade nicht fahren. Ah, einmal erreichen wir sie gerade gar nicht auf den kurzen geraden Strecken, und wie gesagt, in den Kurven wäre das nicht das Allerbeste. Deswegen, ja, werden wir wahrscheinlich die 7 Stunden noch nicht ganz halten können, fürchte ich. Weiß es nicht, mit welchen Geschwindigkeiten das Navi da rechnet. Schauen wir mal. Die sind alle so vorsichtig, der Gegenverkehr. Soll ich mal ein bisschen die Mittellinie berühre. Kleine Schisser. Die trauen mir nicht. Ei, sowas. Wie gesagt, tanken müssen wir nicht. Oh, 35. Jetzt laufen wir tatsächlich das erste Mal Gefahr, zu schnell zu sein. Oh ne, hier müssen wir noch gar nicht abbiegen. Einen weiter.
vorausgesetzt, es wird mal grün. Passt alles sehr schön. Oh, grün. Grün aber jetzt nicht. Können wir auch einfach geradeaus? Nein, können wir nicht. Fährst du? Das wäre mir sehr recht. Dann kann ich hier nämlich... fahren, ohne dass ich dir das Auto kaputt mache. Das hätte sonst nicht gereicht. Wir hätten doch die andere Straße fahren können, ne? Wenn ich es jetzt so auf der Karte hier sehe. Naja, egal. Wäre halt schön gewesen, dann hätten wir sie auch, gelb markiert gehabt, dann hätten wir sie abgefahren, ne? Das war jetzt nur auf der anderen Karte, auf dem anderen Navi nicht ganz so zu erkennen, ob das auch geht, ob die tatsächlich parallel führt oder ob das nachher eine Brücke oder eine Unterführung wird. Ich glaube, so weit brauche ich gar nicht ausholen. Viel weniger aber auch nicht. Der blinkt rot. Und jetzt wird er auch. Jetzt gehen die Schranken auch runter. So. Dann warten wir mal auf den Zug, der da kommt. Das war nur eine Lok. Eine einzige Lok. Leaving Flagstaff. Ja, wir lieben jetzt Flagstaff. Das machen wir ganz einfach so. One way. One way is okay. Passt. Sehr schön, jetzt können wir auch wieder Gas geben. Auch wenn es ewig lange dauert, bis wir hier auf Tempo kommen. Aber klar, bei dem Turm da hinten dran ist das nicht wirklich verwunderlich, ne? So, ich hoffe auch, ihr seid auch gut ins neue Jahr gekommen. Diese Folge kommt ja schon im neuen Jahr. Ich glaube, die letzte kam auch schon im neuen Jahr, aber das hatte ich irgendwie noch nicht so auf dem Schirm. Ja, wie mein Jahr angefangen hat, weiß ich noch nicht. Ich nehme es im alten Jahr noch auf. Deswegen kann ich da noch nicht ganz viel zu sagen. Wie das neue Jahr anfängt oder angefangen hat. Ich hoffe, euer Start in den Jahr war schön. Ja, ich bin jetzt, wenn ihr das Video seht, leider schon wieder am Arbeiten. Ich
Hab direkt am 2. Januar wieder angefangen. Da war der Urlaub dann auch schon wieder vorbei. Schade eigentlich. Aber ich starte mit 2 4-Tage-Wochen. Also jetzt der 1. Januar, der Montag, war ja frei, war ja Feiertag. Dann die 4-Tage-Woche. Und die Woche danach habe ich den Freitag frei. Das ist dann auch eine 4-Tage-Woche. Das ist doch dann auch ganz schick. Oh, ich dachte, ich hätte den Tempomaten betätigt. Habe ich wohl nicht. Warum nicht? Falsche Taste gedrückt wahrscheinlich. Ne? C hätte es werden sollen. Ich weiß nicht, welche ich gedrückt habe. Ja, so eine Absperrung kann man auch schon transportiert, ne? Wenn ihr euch erinnert. Auch ein mega langes Teil. Nicht so einfach zu fahren, weil das unglaublich die Kurven schneidet. Ich hätte eigentlich tanken können. Naja, nächster. Weil an die Tankstellen kommt man gut ran. Wir haben zwar noch immer über halb voll, aber... Wie viele Kilometer haben wir denn? 294. Andererseits, das sollten wir auch ohne zu tanken schaffen. Von dem her... Was waren das noch? 2 Stunden... Nee, 4 Stunden Fahrzeit. Fast 5. Vielleicht schaffen wir es doch nicht, diese Folge. Ich muss mal schauen, wie das in knapp 10 Minuten aussieht. Wenn es dann nur noch eine ganz kurze Restzeit ist, dann machen wir es natürlich noch fertig. So. Jetzt läuft's. Das war Kreditrate. Solange es nichts anzeigt, ist das immer okay. Dann ist es nämlich nur Kreditrate. Ach, wir haben ja einen Angestellten mehr, stimmt. Jetzt haben wir einen Tempomaten aber eingeschaltet. Wir haben ja jetzt 2 Angestellte. Das haben wir ja in der letzten Folge, glaube ich, noch gemacht, oder? Oder in der vorletzten? Ich weiß es gar nicht mehr. Dem haben wir ja einen günstigeren Truck besorgten Peterbilt. Wobei ich sagen muss, dass mir das vom Innendesign her hier am Canvas besser gefällt als der Peterbilt, den wir da hatten. Aber ja, schauen wir mal. Ne? Wie viel Geld haben wir denn? 1000, nee. Sehe ich hier gar nicht, ne? Das ist der aktuelle Auftrag. 1516 haben wir. Das ist nicht viel. Das ist ganz und gar nicht viel. Ich hoffe mal, dass unsere Angestellten bald Geld reinholen.
nicht, dass wir noch bankrott gehen. Aber nee, dürfte nicht. Ah, können wir noch Kredit aufnehmen zur Not. New Mexico. Liegestation aufsuchen. Okay. Dann machen wir das. Und fahren möglichst nicht dran vorbei. Oh, gleich mit, was ist das? So ein Durchleuchtungsradar, oder? Oder misst er die Außenmaße? Hi, Dude. So. 64 Tonnen Gesamtgewicht. Ist doch mal ein Wort, oder? Wieso funktioniert der Tempomat nicht? Normal, wenn ich S drücke, dann geht er automatisch auf die eingestellte Geschwindigkeit. Sollte er. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, fahren wir erstmal geradeaus weiter, ne? 65 dürfen wir nur noch. Schade. Ja, wobei 65 sind auch nicht ganz verkehrt. Besser als 55 oder 45. Kann es eigentlich sein, dass man auch mal zu viel Gewicht hat an den Liegestationen? Also hier im Spiel, in der Realität, klar, kann das. Hier im Spiel dürfte es ja eigentlich nicht vorkommen, oder? Theoretisch. Außer man kann es vorher ganz deutlich sehen, dass es falsch ist und die Fracht ablehnen. Und die quasi auf eigenes Risiko nehmen. Das wäre natürlich noch eine Variante, aber ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Jetzt dürfen wir wieder 75. Schön. Wir haben noch 3 Stunden Restzeit, okay. Das heißt auf jeden Fall, wir werden es in dieser Folge nicht schaffen. Diese Folge ist dann jetzt nämlich gleich zu Ende. Dann machen wir es in der nächsten Folge fertig. Und dann sage ich jetzt auch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid aufs... Hä? Wieso reagiert die Taste? Ich habe C gedrückt, warum reagiert die Tastatur nicht? Jetzt. So. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann unsere Lieferung abliefern. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.